Die gemeinnützige Loan-Stiftung wurde im Jahre 2016 gegründet. Die Arbeit der Stiftung konzentriert sich auf das kleine Land Vietnam in Südostasien. Die Loan-Stiftung wurde in Andenken an das kleine Mädchen Dau Thi Cuc gegründet. Das kleine Mädchen durfte damals, weil sie ein Mädchen war, keine Schule besuchen. Ein Team aus ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen begleitet mich als Stifterin seit Jahren. Gemeinsam möchten wir Kindern ethnischer Minderheiten bessere Bildungschancen bringen. Sehr wenige internationale Hilfsorganisationen sind im Norden Vietnams tätig. Um unsere Projekte zu erreichen, müssen wir viele Hürden auf uns nehmen. Unzählige Bergketten säumen unseren Weg. Die Grenze zu China ist atemberaubend, doch das Gelände ist sehr schwierig. In dieser Region leben die meisten Familien von der Landwirtschaft. Die meisten von ihnen leben sehr arm. Die Eltern wünschen sich natürlich für ihre Kinder eine bessere Zukunft. Dies ist nur möglich durch bessere Bildung. Um unsere Projekte zu erreichen, ist es nicht immer ungefährlich. Manchmal mit dem Bus unterwegs oder mit dem Jeep, manchmal zu Fuß oder mit dem Moped. Immer haben wir Stress, bis wir unsere Projekte erreichen. Es gibt Erdrutsche oder Felsbrocken, die herunterfallen. Wir bleiben dennoch optimistisch. Auch platte Reifen machen uns nichts aus oder wenn unser Auto plötzlich in der Früh von Marktverkäufern belagert wird. Wir bleiben immer flexibel. Mopedfahrten gehören dennoch zu unserer Routine. Oft müssen wir das Moped schieben oder wirklich durch ganz lange Schlammpfützen fahren. Die Wege sind, wie gesagt, sehr schwer. Aber es ist uns eine Freude, trotz der vielen Hürden, diese Projekte zu realisieren. Was tun wir nicht alles, um den Kindern zu helfen? Für uns ist es selbstverständlich, dass wir persönlich vor Ort uns ein Bild machen von den Projekten. Wir möchten mit den Menschen sprechen, mit den Familien, mit den Kindern, mit den Behörden. Wir möchten wissen, wo es an was fehlt. Man könnte sich oft fragen, was uns antreibt. Ja, ganz einfach die Ergebnisse, die wir sehen bei unserer Arbeit. Egal wie müde wir sind und egal wie anstrengend das ist, wir haben immer das Glück der Familien und das Glück in den Augen der Kinder vor Augen. Das ist unsere Motivation. Wir finden immer einen Weg, um diese Kinder zu erreichen. Hier zum Beispiel auf dem Weg nach Ban Thang fanden wir eine alte Lehmhütte, die als Grundschule und Kindergarten diente. Die gesamte Bevölkerung war so motiviert, dass sie mithalf, diese Hütte abzubauen. Am Ende hatten wir einen wunderschönen Kindergarten und eine kleine Grundschule für Kinder. Man sieht, dass die Lehrerschaft und dass die Kinder sehr glücklich darüber sind. Die Loan-Stiftung hat schon über 20 Gebäude realisiert. Kindergärten, Grundschulen, weiterführende Schulen, Internate, Kantinen, sanitären Anlagen. All unsere Gebäude bieten den Kindern wetterfeste Unterkünfte und verkürzt auch ihren Schulweg. Hier in Ban Pho zum Beispiel haben wir ein Jahr lang gebraucht an Bauzeit, um dort das Baumaterial den Berg hochzubringen. Am Ende hatten wir wunderschöne Klassenräume. Für die Kinder ist es eine große Motivation, eine richtige Schule besuchen zu dürfen. Viele Kinder müssen auf kleine Geschwister aufpassen und leben in großer Armut. Die Schulen, die sie normalerweise besuchen, bezeichnen sich als solche. Doch in Realität, in Wirklichkeit sind diese Schulen nur Baracken oder Gebäude, die zusammengenagelt sind. Plastikfolien dienen als Wand und das ist nicht leicht für diese Kleinen, zur Schule zu gehen. Manchmal nehmen sie sogar das Geschwisterchen mit, um zum Unterricht zu gehen. Die Internate, die wir bauen, bieten den Kindern Schutz. So haben sie es besser als zu Hause.
In Vietnam können die Winter sehr kalt sein. Temperaturen bis minus 6 Grad können oft der Fall sein. Wie vor ein paar Jahren, da erreichte uns ein Hilferuf von der Lehrerschaft. Es gab keine Heizung und die Kinder waren wirklich sehr am Leiden. Kurzerhand hat unsere Stiftung warme Decken, Jacken und Schuhe geliefert. Innerhalb von 2 Wochen haben unsere Kinder, ich sage gern unsere Kinder, unsere Hilfe bekommen. Das Glück in den Augen der Kinder ist unsere Belohnung. Die Loan-Stiftung stellt nicht nur Gebäude hin. Bei Naturkatastrophen können wir auch helfen. Wie vor ein paar Jahren gab es zum Beispiel in den Provinzen Hattin und Hajiang verheerende Fluten. Da gingen ganze Siedlungen kaputt und viele Schuleinrichtungen wurden beschädigt. Viele Familien haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Die Kinder, die Schulkinder hatten keine Schulmaterialien mehr, keine Spielsachen. Und so konnten wir sehr schnell reagieren und innerhalb von ein paar Wochen waren wir in der Lage, diesen Menschen, diesen Kindern, diesen Schuleinrichtungen neues Schulmaterial zu liefern, neue Möbel und auch Nahrung. Wir haben dafür gesorgt, dass die Familien sich auch zum Beispiel Reis kaufen konnten und dass die Kinder sich neue Schuluniformen und neue Bücher und neue Stifte kaufen konnten. Das ging ziemlich schnell durch Spendenaufrufe, die erfolgreich waren. Unsere Stiftung kümmert sich auch um Waisenkinder. Sehr oft begegnen wir Familien, die wirklich harte Schicksale hinter sich haben. Und wenn es der Fall ist und wenn wir von solchen Schicksalen erfahren, wenn es uns möglich ist, machen wir uns auf den Weg, um diese Familien zu besuchen. Wir haben zum Beispiel hier eine fünfköpfige Familie, die elternlos ist. Und da haben wir, also da sorgen wir in regelmäßigen Abständen dafür, dass diese Familie mit wichtigen Dingen für das Überleben versorgt wird. Auch hat die Loan-Stiftung seit dem Jahr 2019 das Loan-Stiftung-Stipendium für Bildung ins Leben gerufen. Kleine Kinder werden motiviert, in die Schule zu gehen und künftige Abiturienten und Studenten und Studentinnen werden auch gefördert. Oft haben sie ein großes Potenzial, können aber dennoch aufgrund ihrer finanziellen Lage ihren Traum vom Studium nicht verwirklichen. Und da helfen wir ganz gezielt. Einige Schuleinrichtungen haben auch nicht genügend Platz für die Kinder, damit sie in aller Ruhe ihre Hausaufgaben machen können oder einfach in Ruhepausen lesen können. Deshalb haben wir vor ein paar Jahren eine Bücherei gebaut und ausgestattet. So werden die Kinder betreut und die Lehrerschaft ist auch sehr entlastet. Die Größe unserer Projekte hängt immer davon ab, wie viel Budget wir haben. Da sind wir abhängig von den Spenden, die bei uns hineinfließen. Jede Spende hilft wirklich. Also wir haben ganz klein angefangen mit kleineren Projekten, kleinere Gebäude, kleinere Kindergärten, einzelne Klassenzimmer auch. Und jedes Mal, wenn wir solche Bilder sehen von Kindern, die wie Sardinen schlafen müssen, strengen wir uns an und schauen, dass wir genügend Spenden sammeln können, um brauchbare Internate und wetterfeste und sichere Internate zum Beispiel zu bauen. Für die Kinder ist es natürlich das pure Glück. Es ist sehr sauber und wie gesagt sicher und wetterfest. Und unsere Gebäude von der Größe unterscheiden sich sehr. Also wir haben auch schon mittlerweile seit ein paar Jahren auch es geschafft, zweistöckige Gebäude hinzustellen. Auch mit Küche und Kantinen auszustatten, damit die Kinder dreimal am Tag warme Mahlzeiten zu sich nehmen können. Haben kürzlich auch das Projekt Bücher für eine bessere Zukunft ins Leben gerufen, damit Kinder auch Zugang haben zu anderen Schulbüchern. Diese Bücher sind gebraucht und werden gesammelt und von uns gezielt verteilt.
Dies ist nur ein kleiner Auszug unserer wertvollen Arbeit. In den Monaten März und Juni dieses Jahres waren wir bereits erneut in Vietnam und konnten weitere Projekte begutachten. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie an uns denken und die Luan-Stiftung mit einer Spende belohnen. Diese Spende, das garantieren wir, werden wir direkt für die Kinder verwenden. Ja.